Was zuletzt geschah. Günther und sein Team hatten nun alle Embleme. Und kaum war das letzte in ihrem Besitz, zeigte sich Darkrai. Doch er hatte kein Interesse an einem direkten Kampf. Er forderte das Team heraus. Das große Finale würde am nächsten Abend stattfinden. Den einen freien Tag nutzten Günther und sein Team, um sich friedlich die Welt der Menschen anzuschauen und Freunde zu besuchen. Olaf redete über den Abschied von den Pokémon und Menschen. Snens hatte eine seltsame Prophezeiung gehört. Und Leon war nicht aufzufinden. Er lebte nicht in dem Haus, welches er angegeben hatte. Weshalb? Und schließlich erwählte Günther die Generäle des Lichtes. Die fünf, welche die Hauptrolle im finalen Kampf werden würden. Die fünf, die die Embleme erhalten würden. Lord Ecke, Bisasam, Latias, Shinux und Ivy. Und nun war alles bereit. Endlich ist es Zeit. Das große Finale. Der Kampf gegen den Kriegsherrn der dunklen Armee. Darkreis großer Showdown. Das Schicksal der Welt der Menschen wird nun bestimmt. Kapitel 31. Der dunkle Trainer. Die Maske fällt. Das orangene Leuchten des Sonnenuntergangs bedeckte den Himmel. Der Hauptplatz war von Menschen gefüllt. Viele murmelten verwirrt etwas. Was macht der Junge da? Weiß er nicht, was hier passieren wird? Ich entschied mich, auf uns aufmerksam zu machen. Macht den Weg frei! Das Licht muss diesen Krieg beenden! Die Leute wurden stumm und machten mir Platz. Doch ich sah, wovon so viele von ihnen gemurmelt hatten. In der großen, freien Fläche, die das Kampffeld werden sollte, stand jemand. Etwas jünger als ich, wuschelige schwarze Haare. Ein bekanntes Gesicht. Ich trat zu ihm. Leon, was tust du hier? Bist du lebensmüde? Weißt du nicht, was hier gleich passiert? Er sah mich an. Mit einem sehr eigenartigen Blick. Er hatte so leer. Oh, ich weiß, was hier geschieht. Und deswegen warte ich hier. Denkst du etwa, du kannst Darkrai besiegen? Ohne Embleme. Ohne Pokémon. Du hast sie alle freigelassen. Der leere Blick meines Gegenübers änderte sich. Er wurde zu einem seltsamen Lächeln. Ich weiß. Dachtest du etwa, ich hätte damals versehentlich verloren? Ich sah ihn verwirrt an. Ich wollte nie gewinnen. Ich wollte nur diesen Grund haben, sie alle loszuwerden. Sie waren schwach. Sie waren nicht die Pokémon, die ich brauchte. Willst du mich verarschen? Du hast sie absichtlich aufgegeben? Was ist mit dir los? Frag dich das doch einmal selber. Denkst du wirklich, das Leben beinhaltet so viele Zufälle? Beide Menschen, die einst Pokémon waren, auf so wenig Raum? Leon war nie hier. Leon ist irgendwo anders. Ich habe lediglich sein Aussehen kopiert. Ich habe derzeit keine Kraft. Daher sind Kämpfe vergeblich. Alles, was ich kann, ist Formen wechseln. Und als Mensch erfährt man so viel von seinen Feinden. Auf einmal leuchteten Leons Augen hellblau. Sein Gesicht verschwamm etwas. Viele Stellen zeigten nun pechschwarze Haut. Zu erfahren, dass du, nachdem ich all die Zeit gesucht habe, tatsächlich hier bist, dass du Feuerriegel warst. Ich hätte es wissen müssen. Doch es ist egal. Der Krieg endet heute. Dieser Kampf ist noch nicht vorbei, doch der Krieg steht vor seinem Ende. Günther, es wird Zeit. Wir sind beide Menschengestalten. Also beenden wir diesen Krieg wie Menschen. In einem Trainerkampf. 6 pechschwarze Sphären begannen um Leons Kopf zu schweben. Die dunkle Armee wird diesen Krieg gewinnen. Hintergang. Verraten. Leon war nie in unserer Nähe gewesen. Von Anfang bis Ende war es Darkrai selbst gewesen. Er
Er hatte sich alle Informationen beschafft, die er brauchte. Er hatte uns getäuscht. Aber nun war Schluss mit den Täuschungen. Das Finale wurde mit offenen Karten gespielt. Auf in die Schlacht. Im Namen des Lichtes der Wurzelwelt. Ich hatte zu Kampfbeginn nicht wirklich eine Idee, wie Darkrai einen Trainerkampf ausüben wollte, welche Pokémon er hierfür nutzen wollte. Doch bereits in der ersten dunklen Sphäre befand sich ein bekanntes Pokémon. Deoxys sprang heraus. Der letzte General, nur dieses Mal ohne Emblem. Denn dieses Emblem hatten wir zusammen mit den anderen. Meine erste Wahl in diesem Kampf war Shinux gewesen. Bei diesem Gegner bereute ich meine Entscheidung auch nicht. Ich wusste, dass ich hauptsächlich auf die Emblemträger zählen musste. Doch worauf ich vor allem gespannt war, Darkrai hatte 6 Sphären, doch es gab nur 5 Generäle. Und dass der Schattendämon hier war, bezweifelte ich auch. Wer waren also die beiden übrigen Pokémon? Tatsächlich fand ich die Identität eines von ihnen bereits früher heraus als erwartet. Shinux nutzte sofort Knirscher, um dem fragilen Deoxys mit Glück bereits den Gar auszumachen. Die Kraft des Emblemes machte es trotz der Macht des Gegners durchaus möglich. Doch als der Knirscher traf, richtete er kaum Schaden an. Stattdessen verwandelte sich Deoxys und zeigte seine wahre Gestalt. Als Zoroark. Doch nicht als irgendein Zoroark. Es war derjenige, der Shinux entführt hatte, der ihn imitiert hatte, versucht hatte, ihn von seinen Freunden zu trennen. Auch Shinux selber schien dies zu erkennen. Du tauchst hier auf. Gerade in dieser finalen Schlacht tauchst du wieder auf, nachdem du dich so lange feige verkrochen hast. Du nennst das also feige. Ich nenne es klug. Zudem hatte Meister Darkrai von mir verlangt, mich aus dem Krieg herauszuhalten. Ich wurde trainiert und bin hier, um mein Versagen auszugleichen. Da gefällt es mir sehr gut, dass du gleich mein Gegner bist. Das wirst gleich nicht mehr. Du konntest mich nur überwältigen, da du mich aus dem Hinterhalt überfallen hast. Selbst ohne Amulett würde ich dich in einem fairen Kampf besiegen. Und jetzt habe ich auch das noch. Endlich kann ich mich an dir rächen. Mutige Worte für jemanden, der seinen Zug verschwendet hat. Mit diesen Worten griff es mit Schmarotzer an. Die Attacke machte jedoch nicht viel Schaden. Man sah dem Feind eindeutig an, dass er mit mehr gerechnet hatte, auch wenn er versuchte, es zu verbergen. Nun, mit dem Wissen, wer der Gegner wirklich war, landete Shinux in der nächsten Runde einen Donnerblitz. Zoroark nahm starken Schaden. Wie kann jemand wie du so stark sein? Meister Darkrai hatte wohl wirklich seine Gründe, als er mir den Auftrag gab, seinen Sohn festzuhalten. Shinux wirkte unfassbar wütend, als Zoroark dies sagte. Ich bin nicht Darkrais Sohn! Ich habe nichts mit diesem Verrückten zu tun! Rede dir das nur ein. Überlege dir doch einmal, wie du entstanden bist. Wer dafür verantwortlich war. Also dann, viel Vergnügen noch in dieser Schlacht. Vielleicht kreuzen sich irgendwann unsere Wege wieder. Merke dir den Namen Black. Mit dieser letzten Ansage verschwand er zusammen mit der ersten Sphäre vollständig. Darkrai sah wütend aus. Dieser Versager. Zu nichts ist er zu gebrauchen. Ein Glück, dass meine anderen Untergebenen wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Die zweite Sphäre platzte auf. Mashadow betrat die Schlacht. Dieses Mal war es der echte General, nicht bloß eine Kopie. Ihr seid also die Feinde in dieser Schlacht. Er verbeugte sich kurz. Ich wünsche euch ein schmerzloses Ende. Ich entschied mich, dass gegen das Geistkampf-Pokémon Mashadow Lord Ecker eine bessere Wahl wäre als Shinux. Er beherrschte sehr effektive Psycho-Attacken, ohne selber diesem Typen anzugehören und somit den Geistangriffen ausgeliefert zu sein. Zudem war Lord Ecke ohnehin ein mächtiger Krieger, vor allem mit dem Amulett. Der Feind griff sofort mit der Attacke Diebesschatten an, die spezielle Technik dieses Generals. Es machte eindeutig mehr Schaden als Zoroarks Angriff, doch trotzdem stand Lord Ecke noch sehr stabil. Das schnellere Tempo des Gegners und der Treffer mit Nahkampf in der folgenden Runde wurden jedoch in den nächsten Runden zum Problem. Lord Ecke konnte jedoch trotzdem Psychokinese nutzen und dem Gegner viel Schaden zufügen. Doch trotzdem hatte ich Mashadow unterschätzt. Er war zwar besiegt,
hatte jedoch Lord Ecke für diesen Kampf eigentlich ausscheiden lassen. Diese Situation nutzte Darkrai, um Kyurem in den Kampf zu senden. Ich war tatsächlich relativ verzweifelt in diesem Moment. Latias und Bisasam waren beide keine Option. Shinnok wäre ebenfalls nur mittelmäßig. Ivy könnte Kyurem definitiv bezwingen, jedoch wollte ich sie definitiv später noch bei vollen Kräften haben. Da bereits zwei Generäle vertreten waren, lag es nahe, dass auch Groudon noch in einer der Sphären war. Und wenn irgendjemand Groudon besiegen sollte, dann war es Ivy. Ich entschied mich für eine sehr riskante Technik. Ich ließ Lord Ecke für eine letzte Runde im Kampf. Ich hoffte, dass er schneller sein würde und einen Feuersturm treffen könnte. Mein Freund wankte, wirkte jedoch entschlossen. Mit all seiner verbleibenden Kraft schoss er den Angriff ab. Er traf den mächtigen Drachen und richtete immensen Schaden an. Darkrai schien nicht mit diesem Trick gerechnet zu haben und wirkte sehr genervt. Der Kampf lief gut für uns. Lord Ecke war der erste unserer Kämpfer, der kampfunfähig wurde, wenn Darkrai bereits sein halbes Team verloren hatte. Auch die Menschenmenge feuerte mich und meine Freunde begeistert an. Aufgrund des Geschwindigkeitsvorteiles schickte ich Bisasam in den Kampf, mit dem Bewusstsein, dass er Kyurem ausschalten könne, ohne verletzt zu werden. Darkrai reagierte sofort und schickte als nächstes Deoxys in den Kampf. Dass dieser in einer der Sphären verweilte, war bereits sicher gewesen, da Black, wie das Zoroark sich nannte, sonst seine Form nicht hätte annehmen können. Die Stärke der Alien-DNA gegenüber Bisasam wollte Darkrai sich natürlich zunutze machen. Da Deoxys ein sehr aggressiver Kämpfer war, wusste ich, dass ein Wechsel jemand anderen ausliefern würde. Etwas, was ich definitiv vermeiden wollte. Daher blieb mir leider nicht viel anderes übrig, als Bisasam mehr oder weniger zu opfern. Der Gedankengang war vielleicht nicht nobel, aber doch realistisch. Wenn irgendjemandem von uns in dieser Schlacht etwas passieren sollte, dann am ehesten Bisasam. Denn bei ihm war es eigentlich egal. Er würde nach dieser Schlacht ohnehin ins Totenreich zurückkehren. Deswegen versuchte ich mit ihm bereits einen kleinen Vorteil für den nächsten Kämpfer meinerseits zu erschaffen. Ich ließ ihn einen Blütensturm abfeuern, der einfach nur gut war, um schnell große Schäden anzurichten. Jedoch war die Folge wie erwartet. Deoxys nahm viel Schaden, konnte jedoch Bisasam mit einem einzigen Treffer kampfunfähig machen. Der gemachte Schaden ebnete jedoch Latias den Weg, die als nächstes in die Schlacht kam. Sie schaffte es, dank der Vorarbeit, Deoxys mit nur einem Drachenpuls aus dem Kampf zu schicken. Die vierte Sphäre verschwand. Nur noch zwei von ihnen waren übrig. Auf unserer Seite jedoch blieben noch Latias, Ivy und ein leicht angeschlagener Shinnok. Sollten die drei es nicht schaffen, gab es natürlich auch noch unsere unverstärkten Kämpfer Latios, Hydropi, Bulbi und Seemops. Doch zunächst klärte sich eine wichtige Frage. Wer war neben Groudon Darkrais letzter Untergebener? Doch als sich die Sphäre öffnete, stellte sich heraus, dass es eigentlich von vornherein eindeutig war. Trotz dass er kein General war, war Nick Schosma einer der treuesten Anhänger Darkrais. Und natürlich würde auch er sich erneut in unseren Weg stellen. Überraschung, Freunde! Dachtet ihr etwa, dass es ein großes Finale ohne mich geben kann? Mich werdet ihr niemals los. Ich bin euer Albtraum. Ich bin unabwendbar. Jedes Mal, wenn ich eure Moral senke, wenn ich einen von euch von euch reiße, stärkt mich das. Die dunkle Armee wird niemals fallen. Wir werden den Lord nicht enttäuschen. Latias blieb in der Schlacht gegen Necrosma auf dem Schlachtfeld. Ihr Emblem schien mit ihren Emotionen in Anwesenheit des Verräters zu reagieren. Endlich komme ich dazu, dich zu bekämpfen. Früher habe ich dich für ein gutes Pokémon gehalten. Wir haben zusammengearbeitet. Du hast Großes vollbracht. Selbst diese Welt hast du gerettet. Wie konntest du nur so abstürzen? Abstürzen? Ich bin nie gestürzt. Meine Macht war nie größer als hier. Ich habe die Wahrheit erkannt. Die Freude, die der Schmerz anderer mir bringt. Wenn ihr es nicht spürt, ist es eure eigene Schuld. Ich werde dich vernichten. Du wirst für alles bezahlen, was du getan hast. So begann der Kampf zweier alter Bekannter.
Nick Schossmer war der Erste, den Latias auf dem großen Kontinent je getroffen hatte. Er hat hier eine Unterkunft und eine Basis für ein neues Leben gegeben. Und all dies nur, um uns alle zu verraten? Doch in diesem Kampf sah ich keine Hoffnung für Nick Schossmer. Er war nur durch seine List stark, doch ein fairer Kampf war für ihn unfassbar schlecht. Zudem hatte Latias ein Emblem. Nick Schossmers einziger Vorteil war, dass er Dunkelklaue beherrschte, um Latias stark zu treffen. Doch auch mit diesem kleinen Vorteil schien der Kampf eindeutig gegen Nick Schossmer zu verlaufen. Latias nutzte Drachenpuls, da der Angriff an sich schon stark war und es gleichzeitig noch mächtiger wäre, falls Nick Schossmer sich zu Ultra-Nick Schossmer verwandeln sollte, was bei ihm nie auszuschließen sein konnte. Jedoch blieb er der normale Nick Schossmer und nahm viel Schaden durch den Angriff. Erneut versuchte er den Kampf durch schmutzige Tricks zu wenden und benutzte Doppelteam. Es war bereits klar, er würde es noch öfter tun. Latias wollte dies jedoch nicht zulassen. Erneut feuerte sie einen Drachenpuls ab, der mit etwas Glück bereits den Sieg über Nick Schossmer bedeutete. Jedoch funktionierte der Trick des Gegners. Latias verfehlte und Nick Schossmer sah es als große Chance. Wie bereits zu erwarten, benutzte er die unfaire Technik wieder und wieder. Latias wirkte vollkommen überfordert und traf keinen Angriff mehr. Es ging so lange weiter, bis Nick Schossmer zum Angriff überging und Latias innerhalb von 3 Attacken ausschaltete. Ich schickte nun Shinux in den Kampf. Ich hoffte, dass er eine Idee hätte. Zudem hatte er es verdient, diesen Gegner niederzustrecken. Und dies tat er auch mit einem klugen Trick. Funkensprung traf alle Ziele auf einmal, jede Kopie und den echten Nick Schossmer, für den der Kampf nun endlich endete. Verdammt, du kleine Pest lässt meine Pläne auch nie aufgehen. Eines Tages werden wir uns wiedersehen. Und dann werden wir dich ein für alle Mal vernichten. Glaub nicht, dass du ohne deine Strafe entkommen wirst. Ein letzter Feind blieb übrig. Ich begann bereits daran zu zweifeln, dass es Groudon sein würde. Wieso sollte Darkrai gerade ihn als letzten Trumpf in der Hinterhand halten? Doch als die letzte Sphäre sich öffnete, zeigte sich, dass er es trotzdem getan hatte. Der rote Godzilla stand vor uns und ließ einen Kampfschrei ab. Die Menge tobte. Das letzte Hindernis stand vor uns. Der letzte Feind. Das letzte, das uns den Sieg in diesem Krieg enthielt. Chelasts Mörder. Und seine Freunde würden Groudon bezahlen lassen. Jedoch sah ich schnell, dass ich Shinux ebenfalls taktisch ausschalten lassen müsste. Ein Wechsel würde Eevee zu stark verletzen, auch wenn Shinux keine Chance gegen den Bodentypen haben würde. Du bist also wieder zu deinen Freunden zurückgekehrt. Als du kontrolliert wurdest, hast du mir besser gefallen. Groudon, endlich sehen wir uns wieder. Endlich kann ich Rache nehmen. Für Chelast und für unser letztes Duell. Damals war ich unvorbereitet und naiv. Seitdem bin ich ein anderes Pokémon geworden. Und dieses Mal werde ich gewinnen. Du bist kein anderes Pokémon geworden. Und das wird zu deinem Verhängnis. Immer noch bist du ein schwacher Elektrotyp. Gegen die Kraft der Landmassen wirst du nie eine Chance haben. Die erste Runde zeigte leider bereits, dass Groudon mit dieser Aussage recht behalten würde. Shinux griff wieder mit Knirscher an. Er richtete zwar ein wenig Schaden an, doch nicht ansatzweise viel. Groudon hingegen traf stark mit seinem Erdbeben. Shinux war bereits schwer verletzt. Er konnte nicht mehr kämpfen. Somit kam es zum finalen 1 gegen 1. Sollte Eevee es nicht schaffen, wäre der Kampf zwar noch nicht verloren, doch unsere Chancen würden unfassbar niedrig sein. Du traust dich in meine Nähe. Reicht dir das letzte Mal nicht? Musst du den Schmerz nicht nur seelisch, sondern auch körperlich erfahren. Ich kenne deine Tricks, das weißt du. Doch womit niemand rechnete war, dass Darkrai ihn unterbrach.
Du unterschätzt sie. Sie ist an ihren Fehlern gewachsen. Sie hat nun die völlige Kontrolle über ihre Kräfte. Du kannst sie nicht besiegen. Alle schienen geschockt. Dakai gab auf? Irgendetwas konnte hier nicht stimmen. Wie, du siehst selber ein, dass du verloren hast? Dakai schien nachdenklich. Ich wollte es eigentlich vermeiden, aber es gibt keine andere Möglichkeit. Er schloss seine Hand und öffnete sie wieder. Ein roter, leuchtender Edelstein erschien in ihr. Also Groudon, ich genehmige dir den roten Juwel. Und nun zeige, dass du ihn verdient hast!